Ja, wir nehmen Sie gleich mit in den großen Saal hier im Berlinale-Palast. Bevor es losgeht, schauen wir uns auf dem roten Teppich um und blicken auch hinterher aufs ganze Drumherum des Festivals. Eine Maschine dafür, dann saugt er das mal ein bisschen, befeuchtet er ein bisschen mit Wasser und dann wird das aufgesaugt. Aber das ist alles Berlinale? Das ist alles Berlinale. Die sind das komplett, die ganze Satz, die geht alles zusammen. Other festivals. Auf anderen Festivals ist das Parkett oft glitschig. In Berlin ist es grundsolide. Den ersten roten Teppich meines Lebens vor Augen habe und hinter der Absperrung stand vom Zoopalast. Und ich glaube, da ist der Wunsch entstanden, dass ich auf den roten Teppich wollte. Dieses Festival ist in sich langweilig. Und das mondäne Publikum auf diesem Festival und eine anspruchsvolle Presse könnten sich nichts Schöneres denken als richtigen Zirkus. Wir sollten das genau nicht tun. Die Gesellschaft wird fast nicht gezeigt und wird als solche gar nicht in ihren Unzulänglichkeiten entlarvt. Also Glamour gehört zur Berlinale und der rote Teppich gehört zu einem solchen Festival. Aber natürlich ist so ein Festival auch sozusagen an sich eine politische Äußerung. Wenn ich die Kamera aufbaue, dann habe ich eine Haltung zur Welt. So ein großes Festival hat ja die Chance, das Kino stark zu machen, indem es auch Filme fördert, also zeigt, die vielleicht nicht so in so einen kommerziellen Rahmen passen oder so geschmeidig, anschmiegsam sind, sondern die vielleicht auch mehr ausschlagen.